Ich liebe dich, Hibiki. Bitte geh mit mir aus. Es tut mir leid. Im 7. Jahr meiner einseitigen Liebe wurde ich mal wieder von meiner Sandkastenfreundin Hibiki Hoshino abgeblitzt. Dieses Geständnis ist ein Event. Jeden Tag, ohne Ausnahmen. Nun, der Part, wo ich abgeblitzt werde, ist nichts Neues. Aber in diesem Moment... Hibiki, pass auf! Ein Fußball flog von dem Fußballplatz aus direkt in die Richtung von Hibiki. Meine erste Reaktion war... Am nächsten Tag... Ich will im Erdboden versinken. Ich, Masaya Ichizuka, fühle mich vor allem diesen Morgen beschissen. Wenn ich daran denke, was alles bis jetzt passiert ist, es ist so peinlich. Was in aller Welt habe ich mir dabei gedacht? Was ist los, Masaya? Du bist wie eine Maus, die in der Ecke alleine depressiv in der Ecke sitzt. Oh, sorry, aber es gab keine andere Art, sowas zu sagen. Das ist Amiwaku. Sie hat eine eher verdorbene Zunge, aber sie ist einer meiner wenigen weiblichen Freunde. Ehrlich gesagt würde ich behaupten, dass sie total extrovertiert ist. Aber ich würde nicht sagen, dass wir irgendwie was am Laufen haben oder so. Wir sitzen auch nebeneinander, deswegen reden wir auch oft miteinander. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist sie seit der Highschool die, mit der ich mich am besten verstehe. Deswegen entschied ich mich, ihr über mein Problem zu erzählen. Ich bin in jemanden verliebt. Ich weiß, Hibiki Hoshino von der C-Klasse, oder? Deine Sandkastenfreundin. Hä? Woher weißt du das? Es ist einfach offensichtlich. Ah, okay. Das Ding ist, ich habe einen Korb bekommen. Gestern, als der Fußball angeflogen kam, habe ich mich vor den Ball geworfen. Oh, bist du okay, Hibiki? Ja, dank dir, Masaya. Gott sei Dank bist du nicht verletzt. In diesem Moment hat sich mein Kopf angefühlt, als wäre kaltes Wasser drüber gegossen worden. Die Person, die ich liebe, ist bekannt als der Engel des Chors. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre Persönlichkeit bis hin zu ihrer Stimme und ihrer Haltung ist nichts anderes als perfekt. Ich kann nicht erwarten, dass jemand so perfekt ist, sich in mich verlieben würde, nur weil sie seit der Kindheit eine Freundin ist. Es ist unmöglich, dass sie sich in mich verliebt. Als ich das dachte, war es so, als würden sich zum ersten Mal meine Augen öffnen. Masaya, alles gut? Oh, tut mir leid für den Ärger, den ich dir bis jetzt bereitet habe. Hä? Welchen Ärger? Es muss nervig gewesen sein, 7 Jahre lang mit meinen Geständnissen leben zu müssen. Das ist... Ich werde dich nicht weiter nerven. Bis später. Hä? Warte, Masaya! Ich hätte schon früher merken sollen. Ich habe meine egoistischen eigenen Gefühle auf sie gehetzt. Und damit hat meine 7 Jahre alte Liebe ein Ende gefunden. Also habe ich mich entschieden, dass ich mich von ihr distanziere. Okay. Ich habe aufgehört zu zocken und habe bis zum Umfallen gelernt, um in die gleiche Schule wie sie gehen zu können. Jetzt, wo ich hier bin, wollte ich mich verändern und eine neue Person werden. Wenn ich aber übertreibe, bin ich wiederum eine echte Belästigung. Denkst du nicht auch, dass es besser ist, einen Schritt zurückzugehen? Nope, ich finde es in Ordnung, wenn du es weiterhin versuchst. Du hast ja auch leicht reden. Wenn ein Typ sowas tut, wird er direkt als Stalker angesehen. Ich finde, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es ist eine Sache der Perspektive. Dann ist es eben so, dass ich von meiner Perspektive aus eine echte Last für Hibiki war. Nun, ich verstehe dich schon, aber lass uns erstmal ein wenig Abwechslung reinbringen. Was meinst du mit Abwechslung? Lass uns am Wochenende ausgehen. Schön, aber ich bin nicht so wirklich in der Stimmung dafür. Wie du die Leute nervst, ist mit den Depressionen, die du ausstrahlst. Also wenn ein Freund dich fragt, sag gefälligst ja. Und so machte ich Pläne mit Amy für das Wochenende. Ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich Lust drauf, aber vielleicht bessert das ja meine Laune. Sei einfach dankbar, dass Amy versucht, dich auf ihre Art und Weise aufzumuntern. Masaya war gestern schon ein wenig komisch. Ist er okay? Zum Arcade oder Karaoke oder so? Ist dieses Mädchen mit Masaya befreundet? Am Wochenende habe ich mich mit Amy vor der Bahnstation getroffen und sind direkt zur Spielehalle gegangen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich dich in was anderem als deine Schuluniform sehe. Ich meine, wir gehen zum ersten Mal zusammen raus, also... Es tut mir leid, ich weiß, dass du versuchst, mich aufzumuntern. Mach dir nichts draus. Oh, die Spielhalle ist da drüben.
Masaya, schau mal, dieses Plüschtier ist total süß. Oh, es ist wirklich süß. Auch wenn ich am Anfang nicht so Lust auf das Treffen hatte. Nachdem ich eine Zeit lang mit Amy verbracht hatte, ging es mir besser. Amy lächelt, als ob sie wirklich Spaß hätte, und das bringt mich auch zum Lachen. Es ist einfach, mit dir zu reden, und ich kann so sein, wie ich bin, wenn ich mit dir unterwegs bin. Danke für das Plüschtier, Masaya. Ich sollte dir für die Einladung heute danken. Fühlst du dich etwas besser? Ja, nicht nur ein wenig, sondern viel besser. Dann ist doch alles super. Ich habe gemerkt, dass du in Wahrheit echt nett bist. Wovon redest du auf einmal? Du hast mich versucht aufzumuntern, wenn es mir nicht gut ging. Naja, ich kann nicht einfach jemanden allein lassen, wenn ich merke, dass es der Person schlecht geht. Ein echter Samariter, ha? Aber wenn ich ehrlich bin, tue ich es für mich selbst. Es ist eine andere Form von Selbsterfüllung. Ich dränge dir genauso wie du bei Hibiki nur meine eigenen Gefühle auf. Das ist was anderes. Meine Gefühle waren einseitig, aber was du tust, ist auch zum Wohle anderer. Aber manche Leute würden denken, dass ich meine Nase in Angelegenheiten reinstecke, wo sie nicht reingehören. Ich bin nicht so einer. Dank dir geht es mir wirklich besser. Wirklich? Dann bin ich froh. Ich verstehe jetzt, warum Amy so beliebt ist. Einerseits denke ich, dass ich mehr wie Amy sein sollte. Andererseits denke ich aber, dass ich niemals so werden könne. Ich hol mir etwas zu trinken. Autsch! Ha? Hey, Fräulein, pass auf, wo du hinläufst. Auf ihrem Weg ist Amy in einen gefährlich aussehenden Mann gelaufen. Du bist eigentlich echt niedlich. Es tut mir leid, ich hatte es eilig. Es tut mir wirklich leid. Du bist direkt in mein Herz gewandert. Wollen wir was trinken gehen? Bevor ich es überhaupt merkte, bin ich vor ihr gesprungen. Es tut mir leid für alles. Hä, wer zur Hölle bist du denn? Sie hat es eilig, weil sie einen Drink für mich holen wollte. Also wenn irgendwer daran schuld ist, dann ich. Ich verbeugte mich mehrmals, als ich das sagte. Ha, du bist ein wahrer Mann, dass du deinen Kopf senkst für die Frau, die du liebst. Hä? Nein, ich... Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, Fräulein. Ich wünsche euch beiden das Beste. Es sieht so aus, als ob er die Beziehung zwischen Amy und mir missverstanden hat. Aber wenigstens geht er jetzt. Bist du okay, ey? Masaya! Amy, was ist los? Danke, dass du mich gerettet hast. Oh ja, kein Problem. Aber ich konnte mich nur verbeugen. Ziemlich uncool, oder? Auf keinen Fall! Ich dachte, du warst richtig cool. Ich war so glücklich, dass du das für mich getan hast. Na dann ist doch alles gut. Ich war froh, dass ich Amy helfen konnte. Aber ich bin auch froh, dass der Typ etwas Verstand hatte. Nachdem wir 3 Stunden lang Karaoke gesungen hatten, sind wir getrennte Wege gegangen. Während dieser Zeit habe ich Hibikis Korb komplett vergessen und habe einfach meine Zeit mit Amy genossen. Wirklich, vielen Dank für heute. Bis später. Kein Problem, wir sehen uns morgen. Ich fühle mich wirklich besser. Also, was sollte ich morgen machen? Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich nur auf dieser Schule, weil ich auf die gleiche Schule wie Hibiki gehen wollte. Ich bin nicht mal in irgendwelchen Clubs, ich habe keine Pläne für die Zukunft. Ich habe mich entschieden, dass ich ab morgen mein Bestes geben werde. Der Fakt, dass ich positiver denke, ist auch dank Hibiki. Am Montag... Hä? Du hast jetzt einen Minijob? Ja, meine Mom hat nichts dagegen, solange meine Noten nicht runtergehen. Aber wie kommst du drauf? Ich denke nur daran, etwas Geld zu sparen, falls etwas passiert. Nun, ich muss jetzt wohl für die ganze Zeit extra hart lernen. Okay, naja, es ist gut, dass du dich für die Zukunft vorbereitest, denke ich. Das ist alles dank dir. Unser Treffen war genau das Stück Abwechslung, was mir gefehlt hat. Na, hatte ich doch recht. Du solltest mich auf jeden Fall mal als Dank zu etwas einladen. Keine Zeit wird verschwendet, was? Danach startete ich meinen Minijob. Ich hätte nicht gedacht, dass Kundenservice-Jobs spaßig wären, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel während Freistunden gelernt und abseits von vereinzelten Gaming-Sessions habe ich auch zu Hause größtenteils meine Zeit mit Lernen verbracht. Und schnell verging schon ein Monat. Bist du dir sicher, dass du das alles bezahlen willst? Klar, ich habe mein erstes Gehalt bekommen. Bestell dir, was du willst. An einem Feiertag, als ich keine Schicht hatte, habe ich Amy für ein Essen eingeladen. Auch wenn sie nur einen Spaß gemacht hat, war sie ziemlich zurückhaltend, wenn ich es ihr vorgeschlagen habe.
aber das war meine Art, mich bei ihr zu bedanken. Also habe ich gehofft, dass sie akzeptiert. Du hast wirklich für alles bezahlt. Dankeschön. Keine Sorge, du hast mir damals wirklich geholfen. Sieh das hier als Dankeschön dafür. Ja, danke trotzdem. Hä? Was ist los? Masaya, du bist letzter Zeit echt erwachsen geworden. Denkst du, das war gar nicht meine Intention? Auch in den Prüfungen letztens bist du über den Durchschnitt gekommen, oder? Nun, ich habe meiner Mutter versprochen, dass meine Noten nicht wegen der Arbeit leiden werden. Aber trotzdem hast du Unglaubliches geleistet. Oh, richtig. Unser Manager redet darüber, neue Mitarbeiter einzustellen. Willst du vielleicht bei uns arbeiten? Hä? Ich? Ja, die Leute an meinem Arbeitsplatz sind wirklich nett. Hast du Lust? Aber ich bin nicht so gut im Lernen. Willst du dann mit mir zusammen lernen? Du kannst mir helfen? Nein, ich glaube nur, dass wir effizienter sind, wenn wir zusammen lernen. Oh, okay. Dann lass mich zuerst mit meiner Mutter reden. Diesen Abend habe ich eine Nachricht von Amy bekommen, dass sie die Zustimmung ihrer Mutter bekommen hat. Danach hat Amy angefangen, mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn du die Kasse benutzt... Mhm. Ich wurde damit beauftragt, dir alles beizubringen. Amy hat sehr genau zugehört und hat alles sehr schnell verinnerlicht. Sie konnte schon nach einem Monat alleine arbeiten. In der Schule haben wir zusammen während den Freistunden gelernt. Ich habe ihr bei den Fächern geholfen, bei denen sie nicht weiterkam, und sie hat das Gleiche für mich getan. So verbrachten wir die Tage damit zu lernen. In den Klausuren zwei Monate später sind ihre Noten auf mein Level angestiegen. Und an einem Tag in den Sommerferien... Masaya, ich gehe zum Feuerwerk mit meinen Freunden aus der Mittelstufe. Willst du uns begleiten? Bist du dir sicher? Ja, das gibt es nicht alle Tage, also lass uns alle zusammen gehen. Ich habe ihre Einladung angenommen und bin mit Amy und ihren Freundinnen zum Feuerwerk gegangen. Hey, was geht? Ich bin Mayu. Ich heiße Mika, freut mich, dich kennenzulernen. Bin ich der einzige Typ hier? Das hätte ich vielleicht vorher fragen können. Am ersten Tag des Feuerwerks ist Amy mit ihren Freundinnen Mayu und Mika aufgetaucht. Wir entschieden uns, ein wenig bei den Essensständen rumzulaufen, nachdem wir uns alle besser kennengelernt haben. Ist das nicht selten, dass Ami einen Typen mitbringt? Genau, läuft da was zwischen euch beiden? Nichts in dieser Richtung. Ich bin nicht gut darin, in solchen Situationen klarzukommen. Aber Masaya ist wirklich cool. Er ist sehr verlässlich und wenn ich Probleme mit dem Lernen habe, hilft er mir dabei. Oh, eine ziemlich begeisterte Vorstellung. Masaya, hast du eine Freundin oder jemanden, den du liebst? Nein, ich bin eher auf der introvertierten Seite, also... Nach dem Gespräch sind Mai und Mika abgehauen mit dem Argument, dass sie ihre Highschool-Freunde besuchen und ich war mit Amy alleine. Vielleicht, weil sie uns vorher geärgert haben, war es ziemlich komisch zwischen uns. Amy hat es anscheinend auch gefühlt, weil sie komplett rot wurde und mir nicht mehr in die Augen schaute. Warum suchen wir uns nicht einen besseren Ort zum Zuschauen? Klar. Ob ich jemanden liebe? Als ich mit Amy am Laufen war, dachte ich geistesabwesend dauerhaft darüber nach. Ich habe Hibiki schon eine Weile nicht mehr gesehen. Falls wir uns sehen, werden wir nicht sehr viel reden. Wir haben uns ganz klar distanziert. Meine Gefühle sind schon ein Ding der Vergangenheit. Aber ich bin gerade nicht an einer Beziehung interessiert. Masaya, zu dem, was Mika gesagt hat. Ach ja, über die Person, die ich liebe und so. Richtig. Denkst du immer noch an Hibiki? Ich meine, ich glaube, das ist mein eigenes Problem. Dein eigenes Problem? Wahrscheinlich, weil ich in dieser Art echt simpel bin. Wenn ich verliebt bin, habe ich einen regelrechten Tunnelblick. Wenn ich den falschen Weg einschlage und jemanden wieder Ärger mache. Ist das nicht von Person zu Person von deren Gefühlen her unterschiedlich? Ich glaube, es ist besser, erstmal etwas erwachsener zu werden, bevor ich an eine Beziehung denke. Oh, okay. Masaya, eigentlich... Genau dann hat das Feuerwerk angefangen. Was auch immer sie gesagt hat, wurde von den Geräuschen der Feuerwerke übertönt und ich konnte nichts hören. Nachdem sie fertig gesprochen hat, wurde sie still und drehte ihren Kopf zum Himmel. Dieser Anblick hatte einen so tiefen Eindruck, dass ich ihn wahrscheinlich den Rest meines Lebens nicht vergesse. Amy ist wunderschön. Ihre harte Zunge, als wir uns zuerst trafen, ist komplett weg. Was jetzt durchscheint, ist ihre unfassbare Ehrlichkeit. Falls ich jemals mit Amy ausgehen sollte, würde sie wahrscheinlich eine große Transformation in mir herausbringen.
Aber wahrscheinlich ist unsere jetzige Beziehung das Beste für uns beide. Scheint so, als ob das Feuerwerk vorbei ist. Lass uns wieder zu Mayu und Mika gehen. Oh, okay. Und so sind wir wieder bei unserem alltäglichen Leben. Seitdem ist irgendetwas komisch. Wir hatten manchmal die gleichen Schichten, aber irgendetwas war komisch. Wir reden nicht mehr, außer über Arbeit, und wir gehen nicht mal zusammen nach Hause. Als das Ende der Sommerferien näher rückte. Hibiki. Guten Abend. Hibiki tauchte auf einmal vor meinem Haus auf. Nun, sie ist immer noch meine Nachbarin, aber was führt sie hierher? Es sind 4 Monate vergangen, seit wir das letzte Mal redeten. Ich will wissen, wie es mit diesem Mädchen läuft. Dieses Mädchen? Die neben dir sitzt. Du meinst Amy, so wie immer, denke ich. Verstehe. Ihr seid also kein Paar oder so? Nein, warum fragst du überhaupt? Ich dachte, du fragst sie, nachdem du mich aufgegeben hast. Amy und ich sind nur Freunde. Wenn das der Fall ist, ist es okay, dir meine Gefühle zu verraten? Deine Gefühle? Ist es zu spät für mich, um dir zu sagen, dass ich deine Freundin werden will, Masaya? Warum? Du hast gesagt, du kannst mich nur als Sandkastenfreund sehen. Hab ich auch. Aber ich habe realisiert, dass ich dir nicht mehr als Sandkastenfreundin ansehen konnte. Ich habe realisiert, dass ich dich als einen Mann liebe, nicht nur als Freund. Also willst du mit mir zusammen sein? Meine Antwort zu Hibikis Gefühlen war: Es tut mir leid, aber ich bin bereits verliebt. Wusste ich es doch. Es ist Amy, oder? Ja, aber wenn du es schon wusstest, heißt das, du kamst her, um eine Abfuhr zu kassieren? Ja, es ist wahr, dass ich will, dass du meine Gefühle kennst, aber ich will auch, dass du den nächsten Schritt machst. Es würde es hassen, wenn du nicht weitermachen könntest wegen dem, was passiert ist. Danke, Hibiki. Ich werde Amy meine Gefühle gestehen. Viel Glück, Masaya. So konnten Hibiki und ich endlich unseren 7-jährigen Chaos klären. Jedes Ende ist der Beginn von etwas Neuem. Und darum, mit Hibikis Unterstützung, konnte ich endlich den nächsten Schritt wagen. Am nächsten Tag habe ich meine Liebe gestanden. Sorry für das plötzliche Herrufen. Kein Problem, ich habe Zeit. Das Ding ist, ich will dir etwas unbedingt noch sagen. Du willst mir etwas sagen? Gestern kam Hibiki zu mir und hat mir ihre Gefühle gestanden. Hä? Und ich habe sie abgewiesen. Ich meine, das war auch ihr Ziel. Warum sollte Hibiki... Wahrscheinlich, weil sie meine Kindheitsfreundin ist. Sie hatte Angst, dass ich mich der Liebe abwende wegen dem, was passierte. Ich habe sie abgewiesen, weil es jemanden gibt, den ich liebe. Wenn du das sagst, heißt das... Ich liebe dich, Amy. Es tut mir leid, falls ich dir meine Gefühle aufdränge, aber ich wollte nicht aufgeben, ohne es zu versuchen. Auch wenn ich nervös war, war mein Kopf ziemlich ruhig, als ich auf Amys Antwort wartete. Natürlich freue ich mich darüber. Warum weinst du? Ich dachte, dass du die ganze Zeit über Hibiki nachgedacht hast. Ich habe doch gesagt, dass ich über sie hinweg bin. Aber um Freunde zu... Ich habe die ganze Zeit versucht, mich nicht in dich zu verlieben. Anscheinend hat sie sich verliebt, als ich sie vor diesem komischen Typen in der Spielhalle gerettet hatte. Aber sie dachte, dass ich sie nur als Freund sehe und hat sich entschieden, ihre Gefühle zurückzuhalten. Und an dem Tag der Feuerwerksshow hat sie alles rausgelassen, weil sie sich nicht mehr zurückhalten konnte. Auch wenn die Feuerwerke alles übertönt haben, hat sie es bereut, gesagt zu haben. Laut ihr wollte sie nicht, dass ihre Gefühle mir eine Last sind. Das wolltest du mir also sagen. Ich liebe dich, Masaya. So sehr, dass ich immer an deiner Seite sein will. Das macht mich jetzt nervös. Du hast mich dazu gebracht, das zu sagen. Ich bin einfach nur froh daran, das zu hören. Also, willst du meine Freundin sein? Ja. Und so wurden wir endlich ein Paar. Von engen Freunden zu einem Liebespaar. Bei uns beiden wird das sicher klappen. Wir sind jetzt zusammen. Wirklich super! Ja, es ist alles dank dir, Hibiki. Wir sind nun mal Freunde. Behandle Amy gut, okay? Meine Beziehung zu Hibiki hat sich auch verbessert. Wir sind jetzt Freunde im wahren Sinn und reden über alles miteinander, ohne uns zurückzuhalten. Was Amy und mich nach den Sommerferien angeht. Lass uns essen gehen, Masaya. Okay, gehen wir auf das Dach? Das Wetter sieht gut aus. Los geht's!
Nun, es war schon offensichtlich, wie sehr wir uns geliebt haben. Es ist keiner hier, also können wir uns küssen, oder? Wahrscheinlich. Ja, unsere jetzige Beziehung ist das Beste für uns beide. Ich plane auch in Zukunft, meine liebevolle Freundin zu schätzen und zu lieben. Ich bin jetzt 27 Jahre und meine Mutter will, dass ich endlich heirate. Naja, und da habe ich ihr gesagt, ich hätte einen Freund, damit sie erst einmal Ruhe gibt. Lass mich raten. Sie will, dass du deinen Freund mit nach Hause bringst. Du Hellseher. Sie drohte mir, mich auf Blind Dates zu schicken, wenn ich nicht wirklich jemanden anschleppe. Also habe ich im Grunde keine Wahl. Shinomiya soll auf Blind Dates? Ich respektiere sie wirklich sehr. Manchmal hat sie ihre Tage, doch sie ist oft eine sehr hilfsbereite und freundliche Mitarbeiterin, die mir schon vieles beigebracht hat, seitdem ich hier arbeite. Eigentlich ist sie ganz hübsch und ehrlich gesagt bin ich etwas in sie verknallt. Eine falsche Beziehung mit ihr zu führen, würde ich nicht verkraften. Allerdings wäre es noch schlimmer, wenn sie mit jemand anderem gehen würde. Ich verstehe, ich tue es für dich. Wirklich? Klar, du hilfst mir doch sonst auch immer. Das sollte kein Problem sein. Klasse! Ich schulde dir was. Lass uns dann unsere Nummern austauschen. Ich habe zwar deinen Arbeitskontakt, aber mit dem können wir ja schwer über Privates schreiben. Warte mal. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir ihre richtige Handynummer gibt. Dafür lohnt es sich. Wow. Ach, da wäre noch etwas. Wir sollten uns bei Vornamen ansprechen. Nenn mich bitte ab sofort Mina. Ha, aber ist das so unförmlich? Das ist doch der Sinn daran. Ich kann doch nicht meine Arbeitskollegin so ansprechen. Sieh uns als ein Paar vor allen anderen. Das zeigt zuletzt nur, dass wir auf einer Augenhöhe miteinander sind, also tu es einfach. Es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, wenn sich ein Paar mit Nachnamen anspricht. Das heißt wohl nein. Du meinst das vollkommen ernst, ha? Dieser verächtliche Blick sagt alles. Keine Chance, um sie umzustimmen. Es ist nicht, dass ich keine Erfahrung habe, also weiß ich grob, was ich tue. Versuch einfach natürlich zu klingen. Schon gut, ich werde es aber nur vor deiner Mutter tun. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn du aufhörst, sobald du aus der Tür bist. Gewöhn dich lieber daran, es auch so zu tun. Du meinst, ich soll dich auch auf der Arbeit Mina nennen? Das wäre ideal. Meint sie das ernst? Shinomiya ist auf der Arbeit sehr angesehen. Und das nicht nur bei den Frauen, sie ist sehr beliebt. Falls das jemand rauskommt, glaube ich, wird mich so gut wie jeder böse angucken. Ich kann so etwas doch nicht riskieren, um ihr näher zu kommen. Meinst du nicht, es wäre unangenehm, wenn irgendwer Bescheid wissen würde? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir es unter uns lassen. Meinst du, ich wäre dir unangenehm? Was? Nein, so meinte ich das nicht. Ich habe nur Angst, dass uns wer blöd anguckt oder schlimmer. Ich glaube, es wäre glaubwürdiger, wenn wir auch vor unseren Kollegen so tun, als wären wir zusammen. Ja, vielleicht. Aber deine Mutter kommt doch bestimmt nicht mit dir zur Arbeit. Schon gut. Ich werde dich auch auf der Arbeit mit Mina ansprechen. Gut, dann wäre das auch geklärt. Das hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so kindisch sein kann. Zum Schluss tat ich alles, was sie mir sagte. Kann das denn gut enden? So verblüfft ich auch von Shinomiyas, Mias Verhalten und ihre geschwollenen Wangen war, machte ich mir erst Sorgen darüber, was von nun an in der Firma passieren würde. Was mache ich nur, dass ich nicht zur absoluten jedens Zielscheibe werde? Oh, ach ja, da wäre noch etwas. Was ist das bitte nun? Sei nicht so genervt, ich werde dich nicht nach etwas Komischem fragen. Das tat sie bereits, also ist ihre Aussage gerade etwas geflunkert. Was ihr wohl als nächstes einfällt? Lass uns dieses Wochenende miteinander ausgehen. Bitte was? Psst, nicht so laut. Verzeihung. Es ist nicht, was du denkst. Ich mache das nur, damit wir uns etwas kennenlernen können und im Einklang miteinander sind, damit später nichts schief geht. Nicht, dass ich wirklich mit dir gehen würde.
Oh Mann, das ist komplett übertrieben. Wo willst du denn hin? Vielleicht auf den Rummel? Okay, wenn es sein muss, ich gehe mit dir dahin, aber nur weil du mich eingeladen hast. Also wenn du woanders hin möchtest, ist das vollkommen in Ordnung. Nein, lass uns einfach auf den Rummel gehen. Okay. Sie will wohl wirklich hin, ha? Wir sehen uns dann am Wochenende. Auch wenn ich verwirrt über ihre Antwort war, verabredeten wir uns. Und natürlich haben wir in der Firma ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und als der Tag endlich kam, kam ich viel zu früh. Das hier ist meine erste Verabredung in Jahren. Und damit jemanden, den ich wirklich mag. Ich konnte kaum schlafen letzte Nacht. Es ist noch eine Stunde hin bis zu unserer Verabredung. Was mache ich mit der Zeit? Entschuldige, hast du warten müssen? Hä? Mina? Auch wenn sie gut eine Stunde zu früh war, kam sie wie aus dem Nichts. Und dabei hätte ich damit gerechnet, dass sie vielleicht 5 Minuten vorkommt. Was ist? Oh, du siehst umwerfend aus. Hä? Umwerfend? Wo kommt das denn her, bitte? Entschuldige, ich habe nur gesagt, was ich denke. Was denkst du dir bitte? Du kannst so etwas doch nicht tun. Sei nicht so komisch, du Witzbold. Verdammt, ich bin nicht mehr 2 Minuten bei und ich habe schon verhauen. Das ist meine erste Verabredung und ich möchte jetzt schon in den Boden versinken. Kein Wunder, wieso ich nie eine Freundin abbekommen habe. Mann, das kann dieser Spinner doch nicht mit mir machen. Er findet mich umwerfend. Wir näherten uns langsam unserem Ziel. Wow, der Rummel ist ja riesig. Hä? Sag nicht, dass du hier noch nie warst. Naja, meine Eltern waren früher immer zu beschäftigt, also hatten wir nie wirklich Zeit dafür. Achso, na dann lass uns das heute völlig ausnutzen. Ryoya, ich freue mich. Oh hey, wie wäre es mit 10 Runden auf der Achterbahn? Hä? Das war nur Spaß. Nur Spaß, dass ich das von Frau Super Ernst einmal höre? So habe ich sie noch nie erlebt. Nicht mal auf der Arbeit. Kann es sein, dass sie sich vielleicht wirklich amüsiert? Was denn? Mir scheint nur, als würdest du echt Spaß haben. Was faselst du da bitte? Schon gut. Meinst du nicht, dass du dich etwas zu wohl fühlst gerade? Bist du überhaupt Ryoya? Wieso soll es nicht sein? Der Ryoya, den ich kenne, wäre völlig außer sich. Sag mir, hat man dich ausgetauscht? Es wäre wirklich beängstigend, würde jemand die Technologie nötig haben, mein Abbild zu kopieren und mein Leben einnehmen können. Eher beruhigt es mich zu wissen, dass Mina so eine kindliche Seite besitzt. Zudem macht es mich glücklich. Themenwechsel, magst du noch mit der Achterbahn fahren? Oh, nee, das war doch vorhin nur Spaß. Wir können was anderes fahren. Hast du etwa Angst? Was? Gar nicht wahr, ich habe keine Angst. Sie macht sich gleich ein. Gut, lass uns sie fahren. Ich meine, ich zwinge dich nicht dazu. Ich weiß, das macht mir gar nichts aus. Auch wenn sie das meinte, war sie die, die am lautesten geschrien hat, sobald es hinabging. Selbst lauter als die kleinen Kinder. Hey, geht es dir gut? Nein, geht es mir nicht. Das Ding stammt doch aus der Hölle. Du hattest wohl doch echt Angst, was? Selbst wenn das hier zum Schluss nur vorgetäuscht ist, musst du dich nicht verstellen. Tu ich nicht. Und es wäre besser, wenn wir einfach so offen sein, wie wir immer sind. Nanu, wo kommt denn das auf einmal her? Ich dachte nur, ich sage es dir einfach, damit du dich nicht damit ablagst, jemand zu sein, der du nicht bist. Du sagst das so, als würde ich mich immer verstellen. So meinte ich das nicht. Es ist nur, ich weiß, dass du dir in deinem Kopf gesetzt hast, dass ich deine ältere Kollegin bin und dass du mich respektierst. Doch kannst du mich ruhig wie jeden anderen behandeln. Dann lass uns mit dem Riesenrad fahren. Gut, dann ging es auf den Riesenrad. Kann ich das so verstehen, dass sie ehrlicher mit ihren Gefühlen ist? Doch als wir auf dem Riesenrad waren... Warte, du sitzt ja neben mir. Aus irgendeinem Grund saß sie nicht mir gegenüber, sondern direkt neben mir. Das tun Paare doch, oder etwa nicht? Meinst du nicht, dass wir uns etwas zu nah sind? Unsere Schultern berührten sich. Ich finde es absolut in Ordnung. Du meintest doch, dass ich ehrlich sein soll. Ehrlicher mit mir?
Heißt das, dass du mir nah sein willst? Sag das doch nicht so laut, Blödmann. Entschuldige. Hä? Das heißt doch, dass sie mich mag, oder? Was um Himmels Willen geht in ihrem Kopf vor? Auch wenn ich nachfragen wollte, hatte ich zu sehr Angst, dass sie wieder böse mit mir wird. Mein Kopf lief rund und mit so vielen Gedanken und Emotionen. Was mache ich nur? Und dann? Weißt du, ich habe meine Mutter wirklich angelogen, dass ich einen Freund habe und sie meinte auch, ich soll ihn mit nach Hause bringen, aber... Um ehrlich zu sein, würde ich jemanden fragen, mit mir zusammen zu sein, wärst du. Meinst du? Ich liebe dich, Ryoya. Ha? Ich liebe es, dass du so aufrichtig bist und bei allem, was du tust, dein Bestes gibst. Auch wenn du manchmal etwas sorglos bist, warst du bis jetzt immer für mich da. Deshalb habe ich mich in dich verliebt. Mina, ich fühle mich ähnlich. Lass uns mehr miteinander machen. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht damit gerechnet, dass Mina mir ihre Gefühle gesteht. Allerdings wäre es dumm von mir, diese Chance nicht zu nutzen. Willst du wirklich mit mir zusammen sein? Machst du Witze? Ich bin schon eine ganze Weile in dich verschossen. Du bist so lieb und so fleißig. Zudem bist du immer so hilfsbereit zu mir. Ich wäre ein Narr, würde ich mich nicht verlieben. Wenn ich höre, dass du es so direkt sagst, werde ich nervös. Hey, du hast angefangen. Jemanden zu loben und gelobt zu werden, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich habe es schon so lange in mich reingefressen. Ich finde es nur so komisch, wenn du so förmlich bist, wenn wir uns schon bei Vornamen nennen. Wir sind jetzt ein echtes Paar. Wir müssen uns nicht mehr verstellen. Bist du sicher? Den Leuten in der Firma kann es doch egal sein, ob sie wissen, dass wir zusammen sind. Wäre es nicht komisch, würden wir uns trotz dessen uns weiter bei Nachnamen ansprechen? Sie könnten Zweifel daran haben, dass wir wirklich zusammen sind. Ich verstehe. Dann lass uns weiter miteinander reden, so wie wir es bis jetzt tun. Das würde mich freuen. Dass ich den Tag erlebe, an dem meine Vorgesetzte Shinomiya mir sagt, dass ich ganz zwanglos mit dir sprechen soll. Das Leben ist wirklich unberechenbar. Als wir aus dem Riesenrad ausgestiegen sind, stellten wir uns gleich wieder an, weil Mina meinte, sie wolle noch einmal fahren. Nach weiteren 10 Runden auf dem Riesenrad schien sie endlich zufrieden zu sein und wir gingen, um etwas anderes zu fahren. Eine Woche später... Ich bin so nervös. Es war an der Zeit, Minas Mutter kennenzulernen, weshalb ich in meinem besten Anzug mit Mina vor ihr Haus stehen tue. Keine Sorge, ich habe auch Angst. Das ist nicht hilfreich. Warum hat sie Angst vor ihrer eigenen Mutter? Meine Mutter ist eigentlich sehr nett, aber manchmal kann sie auch etwas unberechenbar sein. Dann fällt der Apfel wohl nicht so weit vom Stamm, meine ich. Dieser Gedanke rührte von der Tatsache her, dass Mina manchmal auch überraschend unberechenbar sein kann. Hallo, mein Name ist Ryoyo Hojo, Minas Freund. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Na, sieh einer an. Ich war überrascht, als meine Tochter mir von einem Freund erzählte. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass er so ein Gentleman ist. Sie werden nicht rein zufällig dafür bezahlt, oder? Hey, Mutter! Sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? Aber so etwas würdest du doch tun, nicht? Selbst wenn du niemanden dafür anheuern würdest, glaube ich, würdest du so weit gehen, jemanden von deiner Arbeit zu fragen, deinen Freund zu spielen. Sie hat es durchschaut. Tja, scheint wohl, als kennt eine Mutter wohl ihre Tochter wohl am besten. Das würde ich nie tun! Hm? Wieso regst du dich denn so auf? Seid ihr zwei wirklich zusammen? Für Mina, egal wie die Situation jetzt ist, muss es ihr ärgern, dass ihr Plan so leicht durchschaut wurde. Doch es wäre schlecht, würde ich mich jetzt anders verhalten. Ich muss die Ruhe bewahren. Hey, wieso stocherst du denn so? Mina, deine offensichtliche Aufregung ist an sich schon ziemlich verdächtig. Wir sind immerhin jetzt wirklich zusammen. Sie muss sich nicht so bitterlich verteidigen. Warum ist sie so angespannt? Je mehr sie sich aufregt, desto mehr wird ihre Mutter uns verdächtigen. Da ist doch was faul. Mutter, wir sind zusammen, egal wie du es siehst. Also was ist bitteschön so faul daran? Es macht es nur unglaublicher, desto mehr du dich ärgerst. Zum letzten Mal, wir sind wirklich zusammen. Also, wenn ihr wirklich zusammen seid, macht es dir sicher nichts aus, ihn zu küssen. Aha? Warum müssen wir uns in deiner Gegenwart küssen? Welcher normale Mensch würde dem zustimmen? Ach, wie kommt es, dass du deinen Ryoya nicht küssen willst? Das tue ich doch. Mir ist es nur peinlich, vor anderen Leuten zu tun. Auch wenn ihr alleine seid. Ja,
dann ist es okay. Ich bin überzeugt. Ihr zwei scheint ein echtes Paar zu sein. Hä? Wirklich? Wenn du deinen Liebsten so sehr vor mir küssen willst, stört mich das nicht. Das habe ich nicht gesagt. Schon gut, wenigstens hast du es verstanden. Ich habe so ein Gefühl, dass das Necken nur noch schlimmer wird. Mina stimmte hitzig davon, um der Unterhaltung zu entkommen. Im Ernst, sie ist immer so. Scheint ein ganz normaler Tag für sie zu sein. Ryoya. Ja, bitte? Meine Tochter kann manchmal ziemlich stur sein, aber trotz, dass sie gerne erwachsen spielt, ist sie manchmal doch wirklich kindlich und etwas schwierig. Aber sie ist kein schlechter Mensch. Kann ich dir also anvertrauen, dass du dich von nun an gut um sie kümmerst? Oh, werde ich. Es ist mir eine Ehre. Ich finde, ihre Tochter ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe mir schon gedacht, dass Minas Mutter lieb und rücksichtsvoll ist. Doch nur von diesem kleinen Gespräch habe ich erkannt, wie wichtig ihr Mina ist. Wir sind jetzt schon ein Jahr lang zusammen und leben sogar miteinander. Es wird bestimmt irgendwann Hindernisse geben, doch solange wir zusammen sind, werden wir alle überstehen. Weshalb ich von nun an auch mein Bestes gebe, sie zu unterstützen. Und mich noch mehr in der Arbeit aufs Zeug lege. Sir, Ihr Termin steht an. Die Frau neben mir ist meine Sekretärin Kagari. Wir sind schon seit der College Freunde und sie unterstützt mich schon seit ich diese Firma gegründet habe. Ich danke den Erfolg meiner Firma einzig und allein ihr. Wir trafen uns mit der Dame, die an einem neuen Geschäftsvorhaben interessiert ist, richtig? Genau, es handelt sich um eine Online-Video-Management-Firma namens Alice Holdings, die, so wie es scheint, vor 5 Jahren auf den Markt ging. Zu Beginn hatte das Unternehmen ziemlich gute Umsätze, doch ihre Content-Creator wurden eigenständig. Viele Verträge sind ausgelaufen und viele beliebte Streamer haben gekündigt. Seitdem sind sie in einem Abwärtstrend. Glücklicherweise kamen viele neue Streamer hinzu, dank ihrer großen Büros, um ihre Karriere zu starten. Es war nicht so, dass das Unternehmen in Gefahr war, aber wir sind nicht sicher, wie lange es noch bestehen wird. Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen blutet, wenn schon ihre Veterane gegangen sind. Talentfirmen gibt es meines Wissens massig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Streamermarkt wie ein offenes Kriegsfeld ist und dass sie gut zu kämpfen haben. Nur was möchten sie bitte von uns? Ich glaube, es ging um eine Partnerschaft, in der einer ihrer Streamer für uns werben tut. Verstehe, jetzt macht es Sinn. Komm, lassen wir uns anhören, was sie zu sagen haben. Immerhin kamen sie den ganzen Weg. Ich kann natürlich auch. Es ist immer gut zuzuhören. Entschuldige, was? Ich verlor die Worte, als ich die Frau im Warteraum gesehen habe. Gibt's nicht. Hä? Huh? Kanzaki? Wusste ich's. Aoyama! Ich kannte sie, doch woher? Kanzaki, dieses Mal werde ich gewinnen! Die Frau im Zimmer hieß Wakaba Aoyama. Wir beide hielten oft Wettstreit in unseren Highschool-Prüfungen. Wir waren technisch gesehen so wie Rivalen, nehme ich an. Und unsere Wettstreite verliefen immer gleich. Ich hab schon wieder verloren? Wie? Ich gewann jedes Mal. So lief es ununterbrochen, bis wir die Schule abgeschlossen haben. Ich war immer Nummer 1, weshalb sie mich oft als ihren Feind angesehen hat. Diese Frau. Oh, Kagari, ich weiß, was du sagen willst, also sparen Sie es sich. Gut, dann reden wir später darüber. Du bist der Chef von Kanon Holdings? Ich habe praktisch gesehen zur selben Zeit mein Unternehmen gegründet. Ja, ich bin auch ziemlich überrascht. Schön, dich wiederzusehen. Hier, lass uns auch Businesskarten austauschen. Wie lustig. Wir beide sind Chefs von Firmen und tauschen nun unsere Karten aus. Ich finde, das zeigt doch, wie weit wir beide gekommen sind, nicht? Ich weiß, wie schwierig es sein kann, ein Unternehmen zu führen. Selbst wenn ihres gerade nicht so gut läuft. Doch die Tatsache, dass sie es so weit gebracht haben, ist ziemlich verblüffend. Nur, ich wundere mich, was du brauchst. Eigentlich... Ich erwartet hatte, wollte sie, dass wir ihre Streamer für Werbespots verwenden. Mein Unternehmen hat ursprünglich als Programmvermittlung begonnen, aber seit wir gewachsen sind, haben wir unseren Bereich erweitert. Weshalb sie uns nun fragt. Ich sehe, mit wie viel Leidenschaft du dahinter steckst. Ich gebe alles. Nur frage ich mich, ob deine Creator das auch wollen.
Das ist nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass sie ihre Videos frei gestalten wollen und letztlich für ihr Hobby entlohnt zu werden. Natürlich nehmen sie wahrscheinlich Werbeangebote an, aber wollen sie wirklich Werbespots machen? Ich meine, wenn sie das tun, könnte das ihrer kreativen Freiheit doch schaden, oder? Ich meine, wir zwingen sie ja nicht dazu. Und natürlich wollen sie auch Geld verdienen. Ich verstehe, wie schwierig diese Entscheidung sein mag, doch ich glaube, es wäre das Beste, deinen Kreatoren diese Angebote nicht aufzuschieben. Versuche, dich in ihre Schuhe reinzuversetzen. Ich versuche, das zu tun, was das Beste für sie erscheint, sonst meine ich, gehen sie dir noch. Ich sag es mal so, ich nehme dein Werbeangebot an, so mal du mir versprechen kannst, dass deine Streamer das auch wollen. Was meinst du? Verzeihung, gib mir bitte etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher, es besteht kein Zeitdruck. Vielen Dank, ich verabschiede mich dann. Sie fuhr daraufhin zurück in ihr Büro. Sie ging wirklich ohne viel Aufregung zu erzeugen. Ach, dabei habe ich mich schon in meinem Kopf für jegliches Szenario bereit gemacht. Sie ist ziemlich hart, allerdings hat sie ein weiches Herz. Sie mag zwar gerade in Schwierigkeiten sein, aber sie ist nicht die Art von Person, die nur an ihre Firma denkt. Du nimmst sie wirklich in Schutz, was? Warum kriegst du dich so auf? Es ist nicht so, dass ich sentimental bin. Ich will nur nichts tun, was uns nicht gut tut, also sieh mich nicht so an. Naja, ich habe meine Zweifel doch. Doch hoffe ich nicht, dass sie nur hier sitzen werden und zusehen, wie alles den Bach runtergeht. Meinst du nicht, dass das kein Schicksal ist? Wieso bist du so negativ? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Dies ist eine KI, die ich während meines Studiums erstellt habe. Sie ist klug, ehrlich und süß und zudem der Grund meines persönlichen Erfolges. Was hältst du von einer Zusammenarbeit zwischen unserem Unternehmen und Aoyamas? Kannst du mir eine Risiko-Nutzen-Analyse geben? Es macht mir nichts aus, wenn es keine vorherigen Referenzen gibt. Verstanden. Ich sammle sofort Daten über die Firma. Sehr gut, danke. Tja, das hätten wir dann. Ach genau, ich wollte Sie noch etwas fragen. Oh, Mist. Die KI sieht Frau Aoyama meiner Meinung ähnlich. Ist das ein Zufall? Natürlich. Wirklich? Also ist es unter anderem auch ein Zufall, dass ihr Name sich Buchstaben mit den Vornamen und Nachnamen von Frau Aoyama teilen tut? Wollen Sie wirklich behaupten, dass die beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben? Man weiß nie, was für Zufälle uns erwarten. Ich glaube, wenn sich die Zufälle häufen, steht die Chance schlecht, dass es ein Zufall ist. Es hilft Ihnen nicht, es abzustreiten. Wenn Sie meinten, bereits Bekanntschaft gemacht zu haben. Sind Sie sicher, dass dies ein Zufall ist? Wir sollten wieder an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Oh, so leicht kommen Sie nicht davon. Wir reden später. Ich dachte, ich könnte der Frage irgendwie aus dem Weg gehen. Doch sie musste ja stochern. Ein paar Tage später... Verzeih mir, ich habe die ganze Sache an Sie herangetragen und mache jetzt einen Rückzieher. Wenn ich darüber nachdenke, halte ich es für eine gute Idee, unsere Streamer für Werbung zu verwenden. Sie nahm einen Schritt zurück. Also kamst du zu dieser Schlussfolgerung, hä? Ja, ich wollte Ihnen dies nicht einfach so aufbinden. Das würde nur Ihre Motivation mindern. Allerdings habe ich das Projekt offen gelassen, falls doch noch Interesse für Sie besteht. Ich denke, es ist eine gute Idee. Es tut mir wirklich leid, dass ich so voreilig zu dir kam. Nein, nein. Deswegen meinte ich, du solltest noch einmal darüber nachdenken, damit du dir keine Sorgen machen musst. Aber stört es dich, wenn ich über etwas anderes rede? Ich habe einen Vorschlag. Ein Vorschlag? Und der lautet? Eine Geschäftspartnerschaft? Ich meine, eine Zusammenarbeit mit deinem Unternehmen wäre sicher großartig, aber bist du sicher? Ich wundere mich, inwiefern das einen Vorteil für deine Firma haben kann. Sicher, mein Unternehmen ist groß, aber es gibt vieles, mit dem ich noch nicht zu tun hatte. Und der Bereich, an dem ich interessiert bin, würde von deinem Fachwissen sehr profitieren. Ich würde also gerne eine Partnerschaft anbieten, falls es gut laufen sollte, würden wir beide profitieren. Und was hättest du im Kopf? Du weißt sicher, wie populär VTuber momentan sind. Ja, ich glaube, sie machen jedes Jahr bis zu 6-stellige Beträge, allein durch Donations und durchschnittlich Millionen.
Es gibt allerdings nur wenige für VTuber ausgerichtete Büros. Es ist ein schwieriger Markt, in dem man Fuß fassen kann, denke ich. Da hast du recht, deshalb möchte ich innovativ sein. Ich möchte was Ähnliches in dem Konzept machen, aber anders. Lass mich dir etwas zeigen. Was ist es? Es ist eine KI und sie ist sehr gut darin, menschliche Gefühle zu simulieren. KI? Emotionen? Ich meine, KI ist zwar ein heißes Thema gerade, aber es ist doch nicht möglich, dass eine Maschine fühlt. Meine KI ist fähig zu lernen, genauso wie Menschen ihre Persönlichkeit finden durch Erfahrung. Ich habe einen kleinen Algorithmus entwickelt, der sich wie ein Manga verhält. Sie kopiert die Art an Charakter und kommuniziert entsprechend auch so. Hier zum Beispiel. Ich habe die KI dazu gebracht, genau das zu tun. Nachdem sie ein bestimmtes Verhaltensmuster entwickelt hat, lernt die KI von selbst. Es dauert also nicht lange, weißt du. Natürlich möchte ich ihr beibringen, dass sie manchmal von ihrem Verhaltensmuster abweicht, aber das ist fast so, als würde man einem Kind etwas beibringen. Diese hier zum Beispiel wurde darauf trainiert, für unser Unternehmen zu arbeiten und ehrlich zu sein. Hallo, ich tue alles für Mr. Kanzaki. Wow. Ich wollte dir den Vorschlag machen, den die KI Aoba hatte. Wir könnten zusammenarbeiten und meine KI auf deiner Plattform nutzen. Das wäre möglich. Meines Wissens gibt es so etwas noch nicht. Menschen glauben nicht, dass Maschinen fühlen können. Aber es ist möglich, den Gefühlen sehr nahe zu sein, oder? Ich glaube, das würde einigen Leuten wirklich gefallen. Vielleicht. Ich fürchte nur, dass es manche Leute es nicht verstehen würden. Aber ich habe Aoba. Ich erschaffe im Grunde Streamer. Alles, was ich will, ist, dass du sie verwaltest. Ich kann sie aus der Ferne kontrollieren, wenn es nötig ist. Also mach dir keine Sorgen. Das ist verrückt. Ich denke, dass die meisten anderen Unternehmen, wenn überhaupt, nicht in der Lage sein werden, auf einen solchen Markt zu konkurrieren. Nur ist das doch sicher verdammt viel Druck für deine Firma. Außerdem kann ich doch nicht einfach so wie Menschen Maschinen einstellen. Nein, sobald wir die KI entwickelt haben, werde ich sie natürlich warten. Aber ich möchte, dass du alles andere übernimmst. Bist du sicher? Ich meine ja, ich verkaufe dir die KI und wir machen 50-50. Wie wär's damit? Die Entwicklung fällt mir leicht. Es wird nur etwas Zeit kosten, die verschiedenen Persönlichkeiten zu kreieren. Ehrlich gesagt, selbst wenn ich nicht mal die Hälfte mache, würde es sich auszahlen. Wenn wir beide davon profitieren, sollten wir auf gleicher Augenhöhe stehen. Danke, Kanzaki. Aber geht das denn wirklich so einfach? Nein, natürlich nicht. Für ihn mag es einfach sein, aber für einen Programmierer ist es eine ziemlich schwierige Aufgabe, einen Computer Leben einzuhauchen. Was für die meisten außer Herr Kanzaki nicht möglich ist. Richtig! Ich wusste, dass er es immer in sich hatte. Ach, Kagari übertreibt es. Sobald man den Dreh raus hat, ist es ziemlich einfach. Trotzdem werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um sicherzugehen, dass ihre Charaktere nicht völlig aus dem Ruder laufen. Wie wäre es, wenn du Aoba als Test-KI nimmst? Sie scheint interessiert zu sein. Ja, Sir. Ich werde die Streaming-Welt bestimmt erobern. Sie zeigt gut Ehrgeiz. Darf ich sie zu mir ins Büro nehmen? Liebend gern. Danke, aber ich wollte dich noch etwas fragen. Das wäre? Können wir nur unter uns kurz reden? Oh nein, so meinte ich das nicht. Hey, Kakadi, könntest du draußen warten? Wieso gehst du nicht die Topfpflanze böse anstarren? Anstatt mich und die anderen. Ach, gut, was auch immer sie sagen, Boss. Mann, ist das blöd. Verzeihung. Sie hasst es, wenn man sie rausschmeißt. Sie ist zwar sehr reif, aber eigentlich ist sie im Herzen ziemlich kindisch. Nun gut, worüber wolltest du mit mir sprechen? Oh. Diese KI ist doch zu 100% eine Kopie meines Abbilds aus der Highschool. Was zum... Oh, was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Halt mich nicht zum Narren. Ihre Persönlichkeit ist zwar etwas anders und sie ist etwas putziger, doch sie ist ohne Zweifel ich. Dachtest du, ich check's nicht? Nein, das ist nur Zufall. Wirklich? Du hast das nicht getan, weil du mich mochtest? Ihre Reaktion. Wenn es so wäre, wärst du mir böse? Was? Nein! Ganz im Gegenteil, ich war schon seit der Highschool in dich verknallt. Warte, dein Ernst? Ich dachte immer, es wäre offensichtlich. Was glaubst du, habe ich dich so herausgefordert, auch wenn ich immer verlor? Du warst einfach so klug und cool und nett. Wie konnte ich mich nicht verlieben?
Ach so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sei ehrlich, ich will wissen, was du wirklich denkst. Ist Auba an mich angelehnt? Ich meine selbst der Name. Ja, ich basierte sie auf dich. Du warst früher so einzigartig. Ich nahm ein altes Bild von dir, um sie zu erstellen. Wusste ich's. Also waren wir beide ineinander verschossen? Es scheint zumindest so. Nur, warum ist ihre Persönlichkeit so anders? Konntest du meine Persönlichkeit nicht leiden? Nein, ganz und gar nicht. Ich finde, du hast eine tolle Persönlichkeit, aber ich brauche einfach jemanden, der mir aushilft, verstehst du? Verstehe. Hey, willst du mit mir mal ausgehen? Wirklich? Ja, natürlich. Wenn überhaupt, wünschte ich, ich hätte dich viel früher gefragt. Bitte geh mit mir aus, Frau Auber. Oh. Wenn du wirklich mit mir ausgehen würdest, dann liebend gern. So sind wir zusammengekommen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so wiedersehen würden. Aber ich war glücklich. Danach, genau wie ich es mir vorgestellt hatte, zog die KI ziemlich viele Zuschauer an. Menschen aus der ganzen Welt sogar. Auba und die anderen KIs waren alle weltweit sehr erfolgreich. Jede Figur hat Millionen verdient und unseren beiden Unternehmen ging es wirklich gut. Das ist der Wahnsinn, Masaki! Jeder andere, der es versucht, scheitert. Zudem viele Streamer, die vorher nicht interessiert waren, wollen nun Teil von uns sein. Das ist sehr gut. Ich überlege übrigens, KI für Werbespots zu verwenden. Natürlich gebe ich dir einen Teil des Gewinns, wenn du willst. Aber dann bin ich der Einzige, der davon profitiert. Wir sind Partner, schon vergessen? Es ist eine Win-Win-Situation, mach dir keinen Kopf. Ich werde natürlich etwas Geld für die Entwicklung der KI ausgeben müssen und wir müssen uns das teilen, okay? Nein, das musst du wirklich nicht. Du machst die ganze KI, also brauchst du mich wirklich nicht um Erlaubnis zu fragen. Klingt gut, danke Masaki. Ich muss dir danken. Du bist der Grund, wieso sie alle so Erfolg haben. Unsere Firmen liefen rund. Hey Masaki, ich habe heute so hart gearbeitet. Wie wäre es, wenn du mich verwöhnst? Ja, natürlich, Liebes. Yay! Unser Beziehungsleben lief auch super. Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt, aber ich denke, dass ich mit meinem Mädchen an meiner Seite alle meistern werde. Ich werde weiter hart daran arbeiten, dass Wakaba meine Mitarbeiter und meine KIs glücklich sind.